Ist ein Schwager ein Verwandter? In Deutschland, Österreich und der Schweiz versteht das Gesetz unter Verwandtschaft grundsätzlich nur die auf Abstammung beruhende Blutsverwandtschaft, die durch Geburt vermittelt wird, sodass Schwäger und Schwägerinnen rechtlich gesehen nicht miteinander verwandt sind. Sie sind eben rechtlich gesehen verschwägert. Schwager und Schwägerin dürfen also heiraten. Trotzdem wird das in den jeweiligen Familien heutzutage natürlich nicht gerne gesehen, obwohl das in den Zeiten der Übersterblichkeit der Frau nach Geburten und Krankheiten sogar erwünscht war. Ich habe heute ein interessantes Filmbeispiel zu diesem Thema mitgebracht. Wickerby für immer ist die 18. Folge der Inga Lindström-Reihe aus dem Jahr 2006. Jonas Nivelle zog nach dem Unfalltod seiner Ehefrau mit seiner Tochter nach Chicago, wo er die letzten 6 Jahre verbrachte. Nun kehrt er mit der inzwischen 11-jährigen Lilly wieder nach Stockholm zurück. Hier erreicht ihn die Nachricht vom Tod seiner Schwiegermutter. Lilly überredet ihren Vater, nach Wickerby zu fahren, um den Großvater zu besuchen, der alleine mit seiner Tochter die Glasmanufaktur der Familie leitet. Jonas zögert, denn Hakon machte ihn damals für den Unfalltod seiner Tochter verantwortlich und man ging im Streit auseinander. Und auch nach Jahren sind die alten Wunden nicht verheilt. Hakon weigert sich, seinen Schwiegersohn Jonas zu empfangen. Übrigens, Wickerby werden sie vergeblich auf der Landkarte suchen. Das Städtchen gibt es nur im Film. Das ist natürlich wieder nur einer der 8 Filme auf Anixa. Ich erkläre Ihnen noch mal kurz, wie Sie die Filme ab Sonntag abrufen können. Entweder über den gelben Knopf Ihrer Fernbedienung, sobald so ein Banner erscheint, oder über den roten und unsere Mediathek. Klicken Sie sich ganz unkompliziert in Ihren Wunschfilm. Ach ja, und stöbern Sie doch mal auf unserer Mediathek. Dort finden Sie weihnachtliche Filme und Formate.